So Leute, willkommen zurück zu Sternenkind-Saga. Beim letzten Mal wurde uns ja gesagt, dass, beziehungsweise Asa hat uns gesagt, dass sie nochmal mit uns reden möchte und das machen wir auch noch. Haki, würdest du vielleicht Asa einen Kleinod von mir überreichen? Vergiss es, Mädchen, du kannst dich auch selbst darum kümmern. Wieso denn eigentlich? Ist das so eine rührselige Heilersache? Ich fühle mich für Asa verantwortlich. Ich habe ihn in das Lazarett geschafft, aber so wie Turinias Liebe kein Ende kennt, so kenne auch ich kein Ende meiner Berufung. Es wäre der Turinia geweihte Blumen, um deren Übergabe ich euch bitten würde. So wie ich Asa nun sehe, ist er mehr Krieger als Heiler. Ich glaube, mit einem Alcandor-gefälligen Geschenk wäre er glücklicher. Ach scheiß drauf, Svenja. Wenn wir dem Asa diese Blumen da überreichen, dann wird das die gute Mutter Turinia sehr erfreuen. Also Haki, was meinst du? Wir nehmen die Blumen. Für Asa und Mutter Turinia. Danke, Haki. Es sind Turinia-Kelche in voller Blüte. Sie sind schön und der großen Mutter Turinia heilig. Vielleicht helfen sie ihm ja, bald wieder gesund zu werden. Ein Turinia-Kelch-Strauß erhalten. Danke, das ist sehr nett. Asa kicherte noch einmal verlegen und blickte alsdann mit hochroten Wangen zu Boden. So, ob der jetzt auch einen anderen Text hat, bestimmt. Hey Haki, sag dem Asa, er soll bald wieder gesund werden. Ich brauche einen Partner zum Kämpfen. Da Asa nun im Lazarett liegt, musste ich heute Morgen mit Asa üben. Und das erinnerte mich mehr ans Stricken, denn an eine zünftige Keilerei. Das glaube ich dir. Können wir da bei Aigrid noch etwas machen? Ob all diese Tage hier in dieser Kaserne ein stetiger Kampf werden? Wenn dem so ist, dann sollten die Götter den Wölfen gnädig sein. Und dann auch diese Sorgen bei der Verpflegung. Aigrid seufzte verärgert und ihr Blick huschte traurig über den Kessel und die schlecht ausgestattete Küche. Offensichtlich war meine neue Kameradin es gewohnt, unter anderen Bedingungen zu kochen. Ein Spiel wie ein Buch, diese Sternenkind-Saga. Einen Augenblick, ihr beiden. Habt ihr denn eine Idee, wo genau sich Arson in dieser riesigen Burg befindet? Nun, zu meiner Verlegenheit und zur Schande muss ich gestehen, dass ich keine Ahnung habe. Zwar kenne ich viele Lieder, die sich um die Drachenhalle drehen, doch letzten Endes fehlt es in all der Prosa stets an Fakten und Genauigkeit. Nun, dann seid unverzagt. Ich kenne den Weg und werde euch hinführen. Ich habe außerdem eine Karte bei mir. Wann immer einer von euch wissen will, wo wir uns befinden, fragt mich einfach. Hinweis. Die Karte lässt sich im Menü aufrufen, welches mit Escape aufgerufen werden kann. Gelb eingefärbt stellt sich der Bereich und das Areal dar, in dem sich die Gruppe gerade befindet. An der rechten Seite erscheinen Einträge zum aktuellen Gebiet. Haben wir uns ja damals im ersten, neben dem zweiten Part schon mal kurz angeschaut. Und hier liegt ja irgendwo unser Held, der Prügelei. Dann lasst uns mal zusehen, dass wir unseren Kameraden finden. Was für ein Glück, dass ich weiß, wo die Verletzten mit eher geringeren Blessuren oder Krankheiten untergebracht werden. Das erspart uns eine lange Suche. Finde ich auch sehr gut, anstatt dass wir dazu gezwungen werden, Gameplay zu erleben in Form von Rumlaufen, erfolgt es in Form einer Sequenz. Gütige Turinia, Arson, wir haben noch kein Wort gewechselt und schon haben wir für dich gekämpft. Ach was, für eine Keilerei sind wir doch immer zu haben. War doch Glück, dass sie dich erwischt haben. Ich meine, wegen der Prügelei. Arson seufzte leise und verdrehte die Augen. Dann wandte er sich mir zu. Haki, ab der Tatsache eurer Anwesenheit kann ich wohl davon ausgehen, dass der Kriegsherr euch wegen Ungehorsams nicht wie junge Hunde ersäuft hat. Das trifft sich gut. Ich brauche nämlich in der Tat ein wenig frische Luft und Abwechslung und bin es leid, hier eingepfercht zu sein. Du willst einfach so aufstehen? Sicherlich. Ihr drei scheint mehr Herz zu besitzen als die Hälfte der Einwohner der Drachenhalle. Doch seid ihr jung und unerfahren und ich denke, dass wir alle von meiner Erfahrung profitieren können. Außerdem habt ihr euch unklugerweise mit einem der heimlichen, selbsternannten, baldigen Kriegsherrn angelegt. Ich bin sicher, dass der Einfluss seines Vaters Torsto schnell voranbringen wird. Nicht so voreilig, Ostkaradone. Was meinte Torsto mit seinen Sprüchen über Feigheit und Verrat? Gorath und auch Haki scheint es zu genügen, dass du der Feind unseres Feindes bist. Aber in meinen Augen macht uns das nicht zu Freunden. Nein, du hast recht. Es ist also an mir, mich vorzustellen. Wie ein Nist nennt man mich Arson. Ich stamme aus Ost-Karadon, dem Teil unseres Landes, in dem die Menschen nur in Zelten hausen und den Herden hinterherziehen. Ja, mir soll's reichen. Mich kennst du ja, heiße Gorath und stamme aus Ravinia. Turinia hilft. Ist es denn nicht so, dass ich denke, du seist ein Gazish im Menschengewande? Ich bin Svenja, Tochter des Kriegsherren Beovar. Das ist Haki Vikingsson. Wir stammen beide aus Beovars Heim. Die Frage aber bleibt, warum haben dich die Kameraden um Trost überfallen? Vielleicht
Neid auf meine durch langjährige Kriegserfahrung erlernten Fähigkeiten im Kampf. Du verdammter Aufschneider? Du bist doch genau wie wir, nur ein verdammter Rekrut und zum ersten Mal in diesen Hallen. Ha! Richtig, du Sinnbild karadonischer Eiche. Aber auch der Kriegsherr ist in diesen Hallen kein Rekrut. Vertraut mir, wenn ich sage, dass ich mehr erlebt habe, als ihr drei euch vorstellen könnt und genug an Tagen zähle. Wie kommt es denn, dass du hier Rekrut bist und kein Soldat auf Bergenturn? Fallgrube. Fallgrube? Richtig. Im Militärischen bezeichnen wir so eine ausweglose Situation, die uns an Orte oder in Situationen bringt, auf die wir keinen Einfluss ausüben können, wie ich und meine Anwesenheit hier bei Turinia. Nun, nehmt die Enttäuschung aus euren Blicken und du, Gorath, hör auf zu grinsen. Wenn wir lange genug überleben, dann werde ich meine Vergangenheit mit euch teilen, wahrscheinlich früher, als euch lieb ist. Und im Gegensatz zu Toster werdet ihr die Vergangenheit aus erster Hand erfahren und nicht durch Hören sagen. Zudem will ich vorbereitet zu euch stoßen. Ich habe meine alte Kräutertasche dabei, die uns allen sicherlich gute Dienste leisten wird. Dann sei willkommen in unserer Gruppe, Arson. Und bevor ich es vergesse, Asa schickt dir mit besten Grüßen diesen Strauß voller Turinia-Kelche. Grinsend übergab ich Arson den Blumenstrauß der hübschen Heilerin. Von Asa also? Ha, vielen Dank, Haki. Schön. Arson schließt sich der Gruppe an. Nachdem Arson genesen war und uns den Tag über unterhaltsame Anekdoten seiner Rekrutenzeit erzählt hatte, vertraute er uns an, dass er bereits einmal auf Bergenturm gestritten hatte und trotz unseres Drängens und Bittens über weitergehende Erlebniserzählungen verdüsterte sich sein Gesicht und mit der Müdigkeit eines Mannes, der sich nicht erinnern wollte, winkte er ab. Schon wenige Stunden später ließ der Kriegsherr uns wieder und wieder mit schweren Steilwaffen gegen imaginäre Gegner streiten oder scheuchte uns mit wütenden Worten und wilden Hunden über den Exerzierplatz. Mit diabolischer Freude weckte er uns so manche Nacht inmitten tiefsten Schlafes und jagte uns durch die dichten, undurchdringlichen karadonischen Wälder, dass eines Morgens, nach solch einem Waldlauf, kurz vor dem Erreichen der Drachenhalle, auch noch Toasters Bande mit Holzknüppeln aus ihrem Versteck stürmte und unter dem dröhnenden Gelächter des Kriegsherrn uns niederprügelte, trug wenig zur Verbesserung der Verhältnisse zwischen unseren rivalisierenden Gruppen bei. Die ersten Wochen waren ein solch übler Albtraum, dass wir meine wenigen traumhaften Visionen fast schmeichelten, auch wenn sie stets nur die mir unbekannte Frau in der Ruine zeigten. Doch als wir spürten, dass wir alle wacher, kräftiger und kampfbereiter wurden, besserte sich unsere Laune zusehends und wir begrüßten jeden neuen Morgen. Zumal das Leben als Soldat für uns interessanter wurde, je mehr wir über unsere Vergangenheit erfuhren oder mehr Wissen vermittelt bekamen als nur die Palette von Vorknechtsflüchen. Nicht unbedingt zur Freude aller Anwesenden unterwies uns der Greise Kamderor in vielen Dingen des kriegerischen Wissens und Denkens und er formte mit klugen Worten das Bild unserer Verbündeten, der Völker, denen Caradon seit jeher nahestand und mit denen wir bereits gemeinsam gefochten hatten. Ein winziges Bild, scheinen Zwerge zu sein. Muss ich irgendwas klicken? Ja. Die Zwerge aus den Trennbergen. Seit Beginn der Besiedlung Caradons waren sie unsere treuesten Verbündeten, unsere besten Freunde, unsere kampfstärksten Kameraden. Unzählige Legenden ranken sich um die Geschichten aus der Zeit der Ältesten, in der die Zwerge den jungen Caradoniern einen großen Gefallen erwiesen, welcher der Grundstein der Freundschaft war, die bis heute andauert. Die als Krieger und Handwerker geschätzten Zwerge finden sich überall in Caradon. Okay, ich merke irgendwie gar nicht, also davor war das ja immer selbst ablaufen und jetzt muss ich ja scheinbar klicken. Das Imperium von Himatelonia, von einem greisen Hochkönig regiert, leben ihre Einwohner in den warmen Teilen dieser Welt auf der Spitze ihrer Zivilisation und der Blüte ihrer Kultur. Magier haben dort einen schweren Stand, doch die bekannte Welt kennt keine Armee von größerer Disziplin als die Legionäre von Telonia und gerüchteweise gibt es keine sanfteren Frauen als die adligen Kurtisanen im imperialen Palast. Das sind Araber scheinbar, oder zumindest so eine Art. Die Wüstensöhne aus El-Kasch, feindselig und abweisend auf den ersten Blick, fremdartig und exotisch auf den zweiten, so erscheinen die Töchter und Söhne aus den Wüsten um El-Kasch. Sie sind gefährliche Reiter und das heißt, ihre Weiber wären von solcher Schönheit, dass sie sich zu verschleiern haben, um bei Fremden keine Begehrlichkeit zu erwecken. Sie sind stolz und traditionell und wer einmal ihre Freundschaft errungen hat, wird nie wieder alleine sein. Das Land Kerfrek. Viel Wildes und Schlechtes hört man über die Söhne und Töchter Kerfreks. Man sagt, sie wären wilde, geistlose Barbaren und in der Tat ist ihre Kampfkraft legendär und ihre berserkerliche Wut auf den Schlachtfeldern gefürchtet.
Sie sind offen und leutselig gegenüber Fremden. Sie sind trinkfest und keinem derben Spaß abgeneigt. Doch wer sie reizt oder eines ihrer vielen ungeschriebenen und undurchsichtigen Gesetze bricht, kann sich unversehens in einer Mission aus wilden, geifernden, in einer Meute aus wilden, geifernden und mordlüsternden Tieren wiederfinden. Immer diese Lesefehler! Das Königreich Travonien. Als heller Fleck in dunklen Landen bekannt, ist dieses Land die Bastion an Ritterlichkeit, Würde, Ehre und Stolz. Seine Streiter kleiden sich in schimmerndes Wehr, und sie geben als berittene Truppen eine ebenso beeindruckende Vorstellung ab, wie als Minnesänger, die danach trachten, das Herz ihrer adligen Dame zu erlangen. Ihr Königreich ist fruchtbar und klein, und ähnliches wissen Reisende auch über travonische Frauen zu berichten. Ich musste das gerade ein bisschen lachen, weil ich... Also meine Lesefehler gerade, die sind mal wieder fast schon freudsche Versprecher. Ich schiebe es einfach mal darauf, dass gelb auf grün vielleicht nicht ganz so einfach zu lesen ist. Naja, ich glaube, es ist nur eine Ausrede. Das passiert mal in anderen Spielen und anderen Let's Plays ja auch. Der Kriegsherr hingegen lehrte uns mit grimmigen Worten und eindringlichen Gesten die Handhabung unseres täglichen Kriegerwerkzeuges. Diese Zeit, in der die bevorstehende Invasion drohend immer näher rückte, war die wohl lehrreichste meiner bisherigen Lebens. Durch den harten Schliff des Kriegsherrn gewinnt die Gruppe 550 Talentpunkte und 10 freie Attributspunkte. Und trotzdem, es war der Moment gekommen, den Kriegsherrn um eine Möglichkeit zu bitten, uns zu bewähren. Das ist wahrscheinlich immer noch das Intro, was man theoretisch überspringen kann, wo man am Anfang gefragt wird. Jetzt können wir uns auch wieder frei bewegen. Dann schauen wir doch erstmal kurz bei den Talenten. 580 haben wir. War das mit dem Schlösserknacken hier? Oder ich denke mal, das war hier. Oder auch nicht. Pflanzenkunde. Ach, das ist Schlösserknacken. Ja, perfekt. Das lernen wir natürlich auch direkt. Dann können wir hier, ich denke mal, dann sollten wir in der Lage sein, hier mindestens noch eine Truhe zu öffnen. Die ist es nicht. Welche war das denn hier oben? Ich kann es kaum fassen, dass mein Herr Vater mir erlaubt hatte, dieses Erbstück mit auf meine Reise zu nehmen. Herr Vater? Ich dachte nur noch, die arschgepinselten Ratsmitglieder bestehen darauf, mit solchen Ehrentiteln von ihren Kindern angesprochen zu werden. Mein Vater, er ist nicht... Lassen wir es gut sein für nun. Na gut, aber leider kommt nur nochmal derselbe Text. Das ist natürlich ein bisschen schade und das war ja seine Kiste. Nochmal kurz mit Asa reden. Ah, genau, hier war das, genau. Bandagen aus Leintuch, Fiolen mit allerlei Kräutersuden. Die Truhe eines Heilers, so nehme ich an. Sie zu plündern wäre ein Affront gegen friedensliebende Gottheiten. Doch ihr Nutzen käme mir zugute. Truhe plündern. Oha, Haki, das sind eigentlich meine Kräuter und meine Ausrüstungsgegenstände. Aber wenn du sie so dringend brauchst, bedien dich ruhig. Asa blickte unsicher zu Boden und mit jedem Augenkontakt seufzt aber traurig. Okay, jetzt haben wir Asa beklaut. Nicht so cool, aber ja, passiert, ne? Mal gucken, ob das später noch irgendeine Konsequenz haben wird. Asan, du bist wieder vollkommen gesund. Die letzten Wochen sahst du mir noch ein wenig schwächelnd aus, ob der Wunden, die Torster und seine Idioten dir zugefügt hatten. Ach Asa, um mich musst du dich doch nicht sorgen, zumal ich ja die Segenswünsche einer hübschen jungen Frau in Form von schönen Blumen überreicht bekommen habe. Vielen Dank nochmal, Asa. Ich bin mir sicher, dass deine Gebete an die große Mutter Turinia meine Wunden so schnell haben heilen lassen. Und er verschwindet wieder. Reden wir sie nochmal an? Es ist seltsam. Ich vermisse euch, wenn ihr da draußen seid und ich nicht weiß, ob es euch gut geht. Okay, das hatte bisher noch keine Konsequenz. Hier stimmt doch noch irgendwo etwas rum, das ich öffnen könnte. Okay, die Truhe dort ist einfach nur vernagelt, aber mehr kam da jetzt auch nicht. Eine leere Kiste. Ausrüstungsgegenstände für Ach ja, genau, das hat er. Genau. Für einen Schleimstein jedoch haben wir immer Verwendung. Ich werde ihn an mich nehmen. Sehr gut. Das da unten war ja nur der Händler. Ist kaum glauben, dass ich jetzt im Part 4 bin und ich bin immer noch in diesem Raum hier. Oh, der. War ich hier schon mal drin? Der ist doch neu, oder? Du musst wohl Haki sein, der junge Mann aus dem Norden. Sei willkommen in diesem Einhallen des Wissens. Ich bin Bruder Kam der Rohr, meines Zeichens Schreiber des Hohen Rates der Drachenhalle.
und euren Mentor in Sachen Geschichte und Geografie. Wie kann ich von Hilfe sein? Erzähl mir über Caradon. Nun, junger Mann, du musst wissen, dass Caradon von seiner Nordspitze bis zur Südferse an die 120 Meilen misst. Würde man unser schönes Land durchreisen, so wäre man sicherlich 2 Wochen unterwegs, wäre die Insel nicht in 2 Hälften geteilt. Die Trinberge, das ist das große Gebirge, teilen die Insel Caradon in eine nördliche und eine südliche Hälfte. Da unsere Insel so weit im Norden liegt, erleben wir sehr harte und kalte Winter. Die Sommer indessen wären nur kurz, doch sind sie sehr warm. Ganz Caradon ist voll undurchdringlich dichter Wälder, die schon so manchen unbedarften Wanderer zum Verhängnis wurden. Wie du sicherlich weißt, gibt es nicht viele große Städte auf der Insel. Einzig Ravinia im Süden und Kriltir im Norden. Ravinia ist am Fuße eines Berges erbaut. Der Sage nach war der Berg einst ein feuerspeiender Drache, der viele Unsrigen tötete, bis eines Tages das Herr Alkandos seinem kleinen Drachenbruder das Schlafen befahl und ihn zu Stein verwandelte. Dieser Drache war Ravinjakol, so nennen wir auch den Berg. Das Kloster, die Drachenhalle, wurde den 2 Göttern zu Ehren auf der Spitze dieses Berges hier erbaut und ist der Ort, an dem wir uns gerade befinden. Ravinia ist das kulturelle Zentrum Caradons. Hier treiben wir Regenhandel mit anderen Völkern und so kann Ravinia diese Menge an Menschen ernähren. In Kriltir hingegen leben weniger Menschen. Kriltir war einst eine blühende Handelsstadt und wurde jedoch im ersten Orkkrieg von den Orken komplett zerstört und niedergebrannt. Nachdem unsere Väter Rache an den Orks genommen hatten, bauten sie die Stadt zu einer einzigen großen Festung um. In Kriltir leben sehr viele Handwerker und Soldaten. Es ist eine raue Stadt, doch ein Großteil unserer Waffen und Handwerkskünste haben in Kriltir ihren Ursprung. Komm wieder, wenn du etwas wissen willst und die Fragen dich ruhelos quälen. Puh, er hat uns eine Menge zu erzählen. Nur kaputte Waffen und... Na gut. Ah, moralische Lektüre für den angehenden Soldaten. Was haben wir denn da für Bücher? Ah, schön. Der Ork, Trilogie des Hasses. Auch wenn das echt ziemlich an den Augen wehtut. Elfenpack, Geständnisse an die Hilflosigkeit. Oh Gott. Barsch? Barschwölfe? Garseschwölfe, alles klar, das war jetzt echt schwierig zu lesen. Garseschwölfe, hassenswert bis über den Tod hinaus. Wieso nur habe ich das Gefühl, dass die Kriegskunst unserer Weisungen hier recht interessant sein werden? Ich hoffe es doch einfach mal. Das sind Anhandlungen über die Strategie anderer Länder und worauf deren Armeestärke basiert. Mal sehen. Stärke durch Einheit, das ist hier mal Telonia, genau. Travonien, Stahl am Leib und Glauben im Herzen. Okay, also es gibt in dem Spiel... Ey, Kasch, okay, alles, was wir gerade eben schon mal erfahren haben. So viele Bücher über jedes Volk, mit dem unsere Ahnen schon gemeinsam gefochten haben. Ob ich diese Orte und deren Länder wohl je sehen werde? Bin ich auch mal gespannt. Verschiedene Flächen und Fiolen, darunter auch Kräuter, die mir gute Dienste leisten werden. 2 Blatturinia-Kelch. Ah, Bücher über verschiedene Kampfschiffe und den Kampf im Flottenverband auf See. Seeschlachten und Manöver auf dem kühlen Nass. Also ich muss zugeben, wenn das Spiel eins kann, dann ist es auf jeden Fall äußerst gut ein Rollenspiel sein. Hier gibt es wirklich so viel zu entdecken. Ich rate euch auf jeden Fall, spielt das Spiel mal eigenständig. Ihr seid es! Solltet ihr nicht lieber eure Kampfeskünste trainieren, anstatt einen armen alten Mann zu erschrecken? Okay, er will wohl doch nicht mehr mit uns reden. Okay, also es ist schon fast ein bisschen krass, dass ich immer noch hier bin. Aber kommen wir jetzt eigentlich hier hoch? Genau. Bei den 2 Göttern! Hier wird es der alte Keiler wohl erzählen, wann wir endlich nach Bergenturm gehen und Wolfsherrscher abfackeln werden. Ja, irgendwann, aber nicht jetzt. Etwas riecht hier seltsam, doch sind meine Sinne nicht geschärft genug, um den Grund zu erkennen. Okay, also man bekommt auch immer Hinweise darauf, wo etwas versteckt sein könnte und dass man aber noch den entsprechenden Skill dafür braucht. Seht euch das mal an, das sind die neuesten Meldungen aus dem Krieg gegen die Garseschwölfe, diese verdammten Wolfsdämonen. Wir lassen es erstmal bleiben, wir schauen uns diese Chronologie im nächsten Part an. Ich bin ehrlich gesagt gerade ein bisschen knapp dran und es gibt hier so viel zu entdecken, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Deswegen lasse ich es hier erstmal sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt Sternenkind-Saga. Bis dahin.